Stahl, wenn man Sie heute so sieht, so präsent und auch so kräftig, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass Sie mal Opfer waren. Was ist damals passiert? Tja, ich war damals halt nicht so kräftig. Ich war damals auch, wie jeder andere, ja, ein kleiner, vielleicht ein bisschen damals sogar kleiner wie andere. Ich war ein bisschen dicker. Ich hatte leicht rötliche Haare, ja, und hatte eine Menge Sommersprossen. Die habe ich auch heute noch, die verspielen sich. Aber damals war das natürlich für viele auch ein Grund. Und damals hat man es halt nicht Mobbing genannt, so wie es heute heißt, sondern es war Hänseln. Das klingt ja schon niedlich, Hänsel und Gretel, ja, aber es war alles andere als niedlich. Was ist denn passiert? Also konkret? Also konkret war ich einen anderen, oder es ist immer einer, der anfängt. Und andere, die mitmachen und viele, die wegsehen. Und dieser eine, der hat halt mich auserkoren, weil ich ihm vielleicht nicht in Kram gepasst habe. Jeder kann zum Opfer werden. Und da war ich halt das Opfer. Und der hat mich regelmäßig mit den anderen zusammen, er fing an, andere machten mit, viele haben weggeschaut, regelmäßig beleidigt, ja, als Fettsack, Bulette, für Berlin ja normal, dieses Wort. Und ja, sie haben mich geschlagen, genau. Sie haben mich geschubst, geschlagen, gespuckt, meine Sachen ausgekippt. Mich auf Socken durch den Schnee gescheucht, meine Schulsachen ausgekippt, mir mein Pausengeld, ja, abgezogen. Und das war für mich als Zehnjährigen, der halt nicht 1,90 ist und 115 Kilo wog und Kampfsport erfahren ist, damals die Hölle. Ich weiß ganz genau, wie sich Mobbing anfühlt. Haben Sie mit Ihren Eltern oder mit den Lehrern darüber gesprochen damals? Ich habe genauso wenig mit meinen Eltern darüber gesprochen, warum und warum das so viele Kinder heute auch nicht tun. Aus Angst vor mehr Mobbing, denn die haben damals auch zu mir, und durch meine tägliche Arbeit weiß ich, dass die das auch heute immer so machen, die Täter gesagt, machst du das, sagst du das deinen Lehrern oder deinen Eltern, dann wird es noch schlimmer. Die haben zu mir sogar gesagt, wenn du das sagst, dann tun wir deiner Mama oder deiner Schwester was. Und ein Zehnjähriger, der verprügelt wird, der am Boden liegt und von anderen so sehr gedemütigt und erniedrigt wird. Man muss sich vorstellen, man hat mich mal in eine Grube geschmissen, 3 Meter tief. Und dann haben sie sich oben rumgestellt, einer hat gesagt, stellt euch um die Grube rum. Nicht nur, dass ich da 3 Meter tief blutend in der Grube lag. Nee, das hat ihr nicht erreicht. Sie haben mich ausgelacht. Und dann hat erst einer, nämlich der, der führt, die anderen darauf angewiesen, und die haben aus Angst mitgemacht, auf mich heruntergepinkelt. Da war ich 10 Jahre alt. Und lag 3 Meter tief über mehrere Stunden bis 22 Uhr da in der Grube. Und wenn man das erlebt, dann prägt das einen. Ich weiß ganz genau, wie sich sowas anfühlt. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder setzt du dich zur Wehr und wirst selber zum Täter oder Mittäter, oder du zerbrichst daran. Und wie viele Menschen daran zerbrechen, sich sogar deshalb das Leben nehmen, Jugendliche, und wie viele Fälle wir davon haben in Deutschland, ist den wenigsten bewusst. Und deshalb kämpfe ich. Wir haben das mal recherchiert. Das ist wirklich eine unglaubliche Zahl, die wir erst gar nicht glauben konnten. Mhm. Also jeden zweiten Tag bringt sich ein junger Mensch um, ja. Suizid, weil er gemobbt wird. Richtig. Also das ist natürlich ein absolutes Thema offenbar, was Sie hier mitbringen zu uns in die Sendung. Wann haben Sie denn angefangen, sich zu wehren? Ja, das ging ungefähr 1,5 Jahre. Und dann, nach dieser Baugrubengeschichte? Ja, der Baugrube, natürlich ging es dann immer mal weiter. Auch selbst danach, nachdem man mich da rausgeholt hat, selbst dort, wie ich im Krankenhaus war, habe ich nicht gesagt, wieso mir das passiert, weil ich ja Angst hatte. Wenn Sie das schon tun, was tun Sie noch? Was auf vielen Scheiner ist. Ich war in dieser Grube, denn dieses Martyrium lief ja schon monatelang. Ich wollte in dieser Grube, ich wollte nicht mehr leben. Man verliert als 10-Jähriger, als kleines Kind den Mut, den Sinn am Leben. Mhm. Und das hat mich so geprägt, dass ich, natürlich, ich trug das in mir. Ich bin mit Angst zur Schule gegangen, so wie viele Kinder sich auch was einfallen lassen. Denn es gibt Symptome, woran man erkennt, dass ein Kind gemobbt wird. Und ich bin nicht zur Schule gegangen. Aber ich habe mich sogar mal als kleiner 10-Jähriger unter der Tellertreppe versteckt. Und meine Eltern dachten, ich gehe zur Schule. Die waren sehr überrascht, wie sie dann am Freitag, 5 Tage gegen den Dude vom Direktor gehört haben, wo ist denn ihr Sohn? Ja, dann kommst du nach Hause und erzählst, wie immer, gute Schule. Naja, dann hat es natürlich auch rappelt in der Kiste. Aber entscheidend ist, 1,5 Monate Schulmarrest war nicht das Schlimmste. Ich muss am nächsten Tag wieder hin. Und das ist ein Martyrium, das ist seelische Grausamkeit. Welche Symptome sind das denn, woran man das erkennen kann, wenn das Kind schon nicht selber den Weg sucht, um zu sprechen, weil es vielleicht eingeschüchtert ist? Ich werde ja regelmäßig nur auch gefragt als Ratgeber, wie erkenne ich das? Also erstens, hört euren Kindern zu. Ihr müsst ganz genau hinhören. Denn ein Kind wird es nur einmal, maximal zweimal erzählen. Es schämt sich ja auch dafür. Und wenn dann zum Beispiel, wir Erwachsenen machen immer so eine Dinge wie Petze nicht, sagen wir unseren Kindern ganz klein, oder du sei doch kein Mädchen, oft zu jung, das machen Männer oft falsch. In dem Moment denkt das Kind, wenn ich jetzt was erzählen würde, dann mag mich mein Papa vielleicht nicht oder sieht mich nicht mehr genauso oder sei kein Mädchen. Naja, und dann trauen die sich das auch nicht zu sagen. Oder die Drohung der anderen. Entscheidend ist,
Es ist ja auch nicht schön, zuzugeben, dass man Opfer ist. Natürlich nicht. Ne? Habe ich auch nicht. Das tun sie auch heute nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man den Raum öffnet, dass sie es können. Entscheidend ist, dass man Dinge... Man muss den Kindern zuhören. Setzt euch mit euren Kindern hin. Und wenn ihr spürt, dass sich irgendwas verändert, die Noten von innerhalb kurzer Zeit, nehmen die Noten rapide ab. Kleine Kinder nässen ein, Schlafstörung, Essstörung. Ja, sie verschließen sich, sie vermeiden Augenkontakt. Wenn sie verprügelt werden, sie versuchen vor den Eltern nicht mehr zu duschen oder zu baden. Das sind ganz starke Symptome. Und entscheidend ist, jeder von uns in unserer ganzen Gesellschaft hat Erfahrung mit Mobbing. Und Mobbing bedeutet Ausgrenzen. Es hat verschiedenste Gesichter. Beleidigen, über einen lästern, schlagen und treten, Sachen wegnehmen, auslachen. Und das fühlt sich demütigend an, erniedrigt. Man wird ausgegrenzt. Jedem widerfährt das? Früher oder später? Gibt es jemand hier in dieser Runde, der sagt, das habe ich erlebt? Ja, ja, Sie haben es, klar. Johnny. Auch allein schon aufgrund der Hautfarbe. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, bei jedem Farbigen so, dass im Alltagsrassismus ganz normal ist. Ne? Ja. Ein Witz einfach auf... die Hautfarbe, aufgrund der Hautfarbe, Witze oder auch, was er ja schon gesagt hat, ne, Hänseln. Bisher fängt man ja so einfach an. Das fängt ganz klar an, das kann der Name sein. Ja, die denken sich nichts Schlimmes. Die sehen ihn an und sagen, ey, Blacky. Für ihn total erniedrigend. Für die anderen lustig. Und es kann nur, es fängt an, dass man nur den Namen ein bisschen verniedlicht. Und das kann für ein Kind schon unheimlich schlimme Erfahrungen haben. In dem Moment, man heißt immer, wann beginnt Mobbing? Ich habe letztens mal so mich einen anderen... Experten unterhalten, der sagt, also Mobbing beginnt erst nach drei Monaten. Der andere sagt nach 2 Monaten. Dann sage ich, naja, interessant ist, sagt mir doch mal die Stufen von Mobbing. Wenn es erst nach 3 Monaten beginnt und Schlagen und Treten ist Mobbing, ja, wenn man regelmäßig wird, dann kann ich dir also 2 Monate lang verprügeln, bevor Mobbing ist. Ja? Also das ist ein Empfinden des jeden Einzelnen, wann es schmerzt, wann es wehtut in der Seele. Aber gibt es einen von Ihnen, der sagen würde... Ja? Ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, dem läuft es kalt über den Rücken, wenn Sie erzählen, was Ihnen passiert ist. Aber gibt es jemand von Ihnen, der sagen würde, ich war eher Täter als Opfer? Herr Habeck? Ich befürchte, ja, dass ich einfach mitgemacht habe. Also nicht drüber nachzudenken. Also jetzt nicht auf die Leute pinkeln oder so, ne? Oder auch zusammenschlagen, aber so blöde Sprüche oder, ich weiß nicht, Leute nicht mitspielen lassen oder Wortwitze oder so. Das würde ich jetzt schamvoll eher zugeben. Das ist wahrscheinlich der normale Zug dann, dass man, wenn man nicht zu den Uncoolen, den Gemobbten gehören will, dann will man halt mit anderen mitmachen und denkt sich groß darüber nach. Also das ist ja was ist es denn auch, also, wann muss man eine Grenze setzen? Also mein Vater hat mir damals immer mit auf den Weg gegeben, ne, so als alleinerziehender Vater, wenn sowas passiert, du musst sofort entweder zurückschlagen oder die Hilfe suchen. Also irgendwie, du musst eine Grenze setzen, weil die anderen suchen diese Grenze. Und wenn sie einmal überschritten wird, wir gucken sie immer, wie weit kann ich sie noch verschieben und irgendwann pinkeln sie auf einen drauf in der Bauch. Genau, entscheidend ist, und das ist ja auch da, deswegen gehe ich ja an die Schulen, zu zeigen, wo ist die Grenze. Mir geht es darum, in Deutschland ein Bewusstsein zu setzen gegen Mobbing. Mobbing, und ich weiß, das ist tragisch. Wir haben einfach mal bis zu 1 Million Fälle jede Woche. Jede Woche von Mobbing, Gewalt und Vorurteilen an deutschen Schulen. Rechnen sich das mal hoch, was das bedeutet. Aber und deshalb was ist Aufklärung kann man denn jetzt so tun? Also die Kinder auf Augenhöhe. An welcher Stelle sollen sie was machen? Wo muss das Kind reagieren? In dem Moment. Dem Kind sagen, wenn man ankommt und nur deinen Namen verniedlicht und du hast für dich das Gefühl, dass dir das nicht gefällt, sag Stopp! Und zwar selbstbewusst und auch laut, sodass derjenige, der das macht, merkt, du magst das nicht und alle anderen auch. Und wenn du merkst, du hör nicht auf, wende dich an den Lehrer, wende dich an deine Eltern und wenn das beides nicht hilft, geh mit deinen Eltern zusammen zum Direktor. Wir haben das Problem, dass die Herrschaften, viele, viele Verantwortliche, 60% ungefähr der Direktoren und Lehrer in Deutschland schauen weg, weil das System, das muss ich leider sagen, versagt an dieser Stelle. Es sagt auch den Lehrern, redet nicht offen darüber. Wir haben jetzt wieder in Berlin, wir haben Wachschutz an einer Grundschule. Das sind katastrophale Zustände. Und wenn man ja, das sieht, aber, ist es aber da muss ich kurz einhaken. Sie sprechen jetzt von der Schule, da ist seit Montag in Berlin-Schönefeld, ne? Eine Grundschule, wo ein Wachschutz jetzt quasi patrouilliert während der Unterrichtszeit. Aber das ist doch natürlich jetzt auch schon mal ein Versuch der Schule, dem Ganzen Herr zu werden. Ein Wachschutz? Mobbing? Das habe ich nicht verstanden. Ja, ja. Wegen Mobbing und Gewalt. Weil da so viele Vorfälle waren. Ja. Also sagen wir mal, der Ansatz ist ja, also ich muss mal überlegen, das ist ein Ansatz. Also ich finde... Ich vergleiche, erstmal habe ich immer wieder gesagt, Mobbing ist ein Geschwür unserer Gesellschaft. Kein Problem einer
in der Schule. Es fängt schon in der Kita heute an und es geht ja im Erwachsenensein weiter. Es ist in der Politik, es ist beim Sport, es ist überall. Ja? Und wir haben ja nun heute die Medien auch. Heute kannst du anonym Feige und sogar mit unter falschen Namen im Post machen und jemanden fertig machen. Entscheidend ist, dass man, ich sage immer, Mobbing ist wie ein Brand an einer Schule. Solange der Brand klein ist, kann der Lehrer ihn alleine löschen. Wenn man aber ihn unkontrolliert lässt, dann bricht das Feuer aus. Und was muss der Lehrer dann tun und der Direktor? Er muss die Feuerwehr rufen. Und ich komme doch lieber als Brandmeister und helfe. Um den Tipp aufzugreifen, den Judiths Vater, der Judith mitgegeben hat. Ja? Also ich war ja, wie Sie sich sicher vorstellen können, nie besonders schwer und auch nie besonders groß. Ja. Aber ich habe einfach jemanden mal, der mich massiv händelte, einfach eine in die Fresse gehauen. Aber ist das... Und ehrlich gesagt, es hat geholfen. Ja, aber schauen Sie mal, wo kommen wir denn dahin, wenn wir das machen? Schauen Sie mal, ich bin nur Prototyp eines der Zuhörer. Aus Verzweiflung. Ich war ein Drittel von Ihnen. Ja. Aber genau das ist es so. Was lernen wir aber in dem Moment? In dem Moment, wenn die Kinder anfangen zu schlagen, haben wir versagt. Und das ist die Kinder sind unsere Zukunft. Wenn die heute lernen, in dieser Situation, mit diesen schlimmen Vorfällen, die die heute erleben, und die, wenn ich sage 500.000 bis 1 Million Fälle, dann ist das ohne Cybermobbing. Das ist die Zukunft. Sie müssen sich vorstellen, ich habe auf alles beendet, meine Fernsehkarriere, alles, weil mein eigener Sohn nach 2 Tagen Grundschule schon verprügelt und fertig gemacht wurde. Ein unschuldiger 6-jähriger Junge. Und das passiert heute so früh. Und zurückschlagen. Deswegen sage ich, dann züchten wir ja Täter. Das heißt, entweder gehst du daran zugrunde und hast vielleicht sogar Selbstmordgedanken und dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl fliegt gegen Null, oder du schlägst zurück und wirst Täter und Mittäter, nur dass du akzeptiert wirst. Was wollen wir denn? Noch mehr Ellbogengesellschaft? Ist denn alles immer Mobbing? Also gute Frage. Rassismus, soziale Stigmatisierung, dass man sich nicht teure Markenklamotten leiden kann. Ich bin ja noch Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Da gibt es Bauernkinder, die gemobbt werden, weil ihre Eltern Landwirte oder Bauern sind. Wird das sozusagen alles gleich analysiert und über den gleichen Kamm geschoren? Es gibt einen... Das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in dem Moment, wenn die Würde eines Menschen, auch eines jungen Menschen, verletzt wird, und dieses Kind, und sei es noch so klein, das Gefühl hat, es zerbricht daran, und es tut ihm weh und man hilft ihm nicht, dann ist das für ihn unheimlich verletzend. Das kann, wie gesagt, klein und harmlos anfangen. Aber es ist immer das Empfinden des Einzelnen. Da kann doch keiner hinstellen und sagen, nach 3 Monaten ist das Mobbing. Oder wenn dit und dit passiert, ist das Mobbing. Wenn ein Kind sich ausgegrenzt fühlt, ausgegrenzt, ja, und die schlimmste Form von Ausgrenzung ist Rassismus. Ja, und dieser Übergang ist fließend. Das ist ja die Gefahr. Man kriegt es kaum mit. Und durch diese Gruppendynamik ist man entweder im Mittelpunkt und drumherum oder man ist außen. Und diese Gruppendynamik ist übrigens das Gleiche, warum man auch in der Schule anfängt, aus der Gruppendynamik, aus den Gruppenzwang anfangen zu rauchen, Mutproben zu machen oder Alkohol zu trinken. Und dann, das ist immer wieder der gleiche... Was sagen denn die Lehrer zu ihrem Auftreten? Was die Lehrer dazu sagen? Natürlich, wenn man sich hinstellt und in Deutschland ein Tabuthema anspricht, dann wird man erstmal durch, will man nicht. Dann bin ich kein Lehrer, kein Pädagoge, ja, aus vielen Sicht am Anfang niemand, der das studiert hat. Im Gegensatz zu den Studierten, heute nach 4 Jahren sieht es ein bisschen anders aus, ich hatte über 17.000 Schüler, heute sind die Lehrer dankbar, denn die Lehrer werden und die Direktoren werden ja auch vom System, vom Bildungsministerium damit im Stich gelassen, denn es gibt keine wirklichen Maßnahmen. Dann höre ich immer Gewaltprävention der Polizei, hat mit Mobbing gar nichts zu tun. Ja, ich habe so viele Polizisten, die sich teilweise von mir heute auch privat beraten lassen, wie sie mit diesem Problem umgehen können. Entscheidend ist eins, erst wenn wir über etwas reden, können wir es verändern. Und Titel und Diplome sind nicht der Weg gegen Mobbing. Es ist gut, wenn man sie hat. Es ist ein Organ, was Mobbing beenden kann. Gianni, das Bewusstsein. Was sind denn Ihre Lösungsansätze dafür? Oder was vermitteln Sie denn? Ich vermittle Ehrlichkeit, Offenheit und ich erzähle. Ich komme rein, ich nehme immer meistens die ganze Schule oder einzelnen Klassen. Und dann spreche ich mit denen. Und das allererste, was ich da sage, ist... Hört mir bitte genau zu. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich erzähle meine eigene Geschichte. Das können Sie aber echt gut. Also, Sie verständlich machen können Sie. Sie sind guter Talk, einfach guter. Und für das Thema. Ich habe lediglich diesem Tabuthema meine Stimme geliehen. Es geht hier nicht um mich, es geht um unsere Kinder. Und die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das hat schon Dietrich Bonhoeffer gesagt. Ich finde das sehr schön. Ich habe mir das ja ein bisschen angeguckt, wie Sie das machen an den Schulen. Also Sie versuchen diese Gruppendynamik ja so ein bisschen aufzubrechen mit Ihrer Arbeit, erzählen Ihre eigene Geschichte, hören zu. Es gibt auch Einzelgespräche dann. Und am Ende steht immer ein Plakat. Ja. Und auf diesem Plakat unterschreiben die Schüler, die teilgenommen haben. Was unterschreiben die da? Also ich habe
aus dem Verein dann eine deutschlandweite Kampagne gemacht, die ich jetzt sogar schon im März beginnend mit mehreren Städten machen, wo die ganze Stadt zu mir kommt, also es ist ein Schmalkalden oder ein Prenzlau in Brandenburg, die kommen hier zu mir sagen, Carsten, kannst du nicht alle unsere Schulen machen? Dann sage ich, das ist so groß und ich bin alleine. Lasst uns ein Bewusstsein in der Stadt gegen Mobbing machen. Und dieses Stopp-Mobbing-Versprechen, da steht halt groß drauf, es hat halt ein Logo und da steht halt drauf, wir, die Schule oder die Stadt, versprechen, dass Mobbing an unserer Schule und unserer Stadt keine Chance mehr hat. Und dass die Starken die Schwachen stützen und schützen und nicht fertig machen. Und der da Starke unterschreiben muss sich alle Schüler, alle. Wenn ich es richtig verstanden alle. Habe. Und dieses Plakat Freiburg. Wird dann am Eingang der Schule hingehängt, damit jeder daran erinnert wird. Letzte Frage, in wie vielen Schulen hängt dieses Plakat jetzt schon? Oh, das sind schon ein paar hundert. Also ein paar hundert nicht, aber es sind schon sehr viele. Also ich kann das noch nicht mehr zählen. Ich habe den Überblick verloren. Es hängt ja nicht nur in den Schulen, sondern ich mache das waren ja, da meine ganze Schule hat, da mal 400 Schüler. Das kriegen die einmal ganz, ganz groß von mir für den Eingangsbereich, wo die Schüler jeden Tag reinkommen und das sehen. Und dann in einer kleineren Version A1 über der Tafel, was das Kind jeden Tag sieht. Es ist ein Versprechen. Und die Kinder sagen immer, ein Versprechen darf man nicht brechen. Das bringen wir ihnen ja auch bei. Es ist ein Bewusstsein gegen Mobbing. Und wir müssen es durch Aufklärung und Prävention machen. Was Schutz? Ist ein Versagen. Prävention und Aufklärung ist der Schlüssel. Und ich fordere alle in Deutschland auf, sich dessen bewusst zu sein, dass Mobbing Menschen zerstört, ja sogar jeden zweiten Tag ein Teenager in Selbstmord treibt und Erwachsene ebenfalls auch in Selbstmorde treibt. Und nur wenn wir gemeinsam anpacken, ziehen wir den Karren aus dem Dreck. Und es sind zu wenige, die ja wirklich den Mund aufmachen. Und deswegen gebe ich Ihnen meine laute Stimme, weil es Zeit ist, umzudenken. Sehr gut. Vielen Dank.